Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Gold Rush the Game. Ja, wir sind bereits in Folge 80 dementsprechend gelandet und damit, ja, was soll ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch, frohes neues Jahr, alles auf einmal und da wollen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Geld machen jetzt. Ich hatte noch gesehen, den Magnetiteimer, den Part, den Dreck, den wollte ich hier noch rüberbringen, bevor wir losfahren. Dass wir mal gucken, wie viel hier drin ist. So. 89%. Weil ich hege leider die Vermutung, dass wir ein bisschen wenig Kohle haben. Und deswegen hatte ich jetzt mit dem Gedanken gespielt, das nicht als Reserve zu lassen, sondern das Magnetitzeug jetzt gleich mitzuverkaufen. Das ist der ganze Trigger in der Geschichte. So, ich hoffe, dass das jetzt hier. Was wird und dass ich ihn jetzt einhaken kann. Manchmal geht's, wenn man dicht dran ist, manchmal nicht. Okay, jetzt will er nicht. So, Motor an. Hallo? Der Motor war noch an, okay. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Mal her damit hier. Fürchterlich. Mach den mal da ran. So. Hier rein. So, dann wollen wir den Spaß mal wegbringen. Dann müssen wir hin. Ich glaube, wir bringen den Hänger dann erst wieder zurück. Bin mir gar nicht sicher. Wir müssen, ja, den können wir auch mitnehmen, das ist nicht so wild. Wir müssen jetzt rüber und das gute Stück ordern. Wir müssten eigentlich sonst für die neuen Maschinen hier alles schon vorbereitet haben. Eigentlich müssen wir nur den Generator anschmeißen und dann müsste das eigentlich losgehen. So. Ich weiß jetzt nicht, warum mich hier nicht hochfahren lässt jetzt. Sonst hat das Ding auch nicht sonderlich viel ausgemacht, ob wir es hinter uns hatten oder nicht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt die erste Kohle schon noch einnehmen mit unserem Magnetitzeug hier. So, aussteigen. Hebel um. So, 97.350 haben wir. Das ist okay. 2,7 oder sowas haben wir jetzt gekriegt. Warum nicht? So. Damit ich da jetzt nicht so viel Theater habe, werde ich ihn jetzt gleich als erstes wieder wegfahren und dann fahren wir die paar Meter hier nochmal. Weil in der Stadt ist es dann durchaus ein bisschen enger zu drehen und wenden. Und das ist ja auch zum Glück nur Minute Sache, den hier wieder um die Ecke zu fahren. So weit weg ist es ja zum Glück nicht, ne? Bei anderen Claims, die haben es ja schwieriger, wenn sie. Andere Claims haben es ja schwieriger, wenn sie den Kram wegbringen wollen, wenn sie ganz hier wieder zurückfahren müssen. So. So, einmal ab. Wie jetzt der Millimeter genau hier steht oder nicht, ist mir jetzt im Prinzip eigentlich egal. Ich weiß nicht, warum mich das nicht abhängen lässt. Das ist ein selten schönes Programm ab und zu, muss ich sagen. Kann ich den jetzt vielleicht abhängen? Ich muss auch einfach nur das blöde Ding hier abmachen. Also, jetzt will er. Naja. So, da steht das Zeug und wir sind wieder auf dem Weg. Ja, wir fahren jetzt hin und gehen den Bagger kaufen und lassen den liefern. Also diesen Frontlader, Pater, Radlader, wie auch immer ihr wollt. Und bevor wir das machen, werden wir einmal durchfahren und unser Gold verkaufen. Das ist der Trick. Wenn das einschmelzen, damit wir ein bisschen nicht pleite sind, dass der Mitarbeiter bei uns bleibt.
Weil der versorgt uns natürlich jetzt zwischendurch auch mit Gold, ne? So, hier können wir jetzt erstmal schön eine Runde Stoff geben. So. Ja, es kann sein, dass wir kurz stehen bleiben, weil er es noch nicht geladen hat. Ja, das ist meine Vermutung richtig. Und dann wollen wir mal gucken. Sah aber komisch aus, der Stamm. Ja, der sah genauso komisch aus. So, erstmal müssen wir hier lang. Gleich geht's da noch hin. Ja, er lädt erstmal wieder. Dürfen wir ein Stückchen fahren, rechts über die Bahn rüber und dann lädt er schon wieder. Ja, so ist das halt. Hier ist der nächste Ladepunkt, glaube ich. Habe ich da richtig geraten? So, aussteigen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hier hin. Einschmelzen. Goldschmelzen. Dankeschön, haben wir ihn. Schmeißen wir hinten rein. Motor an und los geht's. So. Ja, wie gesagt, wie ich in den letzten Folgen schon mal gesagt habe, wir haben leider das Problem, dass unser gutes Gold Rush hier mir zwar sehr viel Spaß macht, aber momentan leider nicht die Besucherquote aufweist, dass es sich lohnt, es weiterlaufen zu lassen. So muss ich es leider sagen. Heißt also, wenn ihr dementsprechend gerne möchtet, dass das weiterläuft, wäre schön, wenn ihr mich dann mit ein bisschen teilen und auch, ne, wenn ihr das Ganze sozusagen ein bisschen verbreitet, sage ich mal einfach so, einen Daumen da lasst, wenn es euch gefallen hat. Meinetwegen auch einen Daumen nach unten da lasst, wenn es euch nicht gefallen hat, habe ich auch kein Problem mit. Ich wollte nur gerne eine Reaktion dementsprechend und ja. Wir müssen halt sehen, dass wir halt ein bisschen mehr draus machen, sonst wird das leider nichts. Ja. So, ich Depp bin natürlich jetzt erst hierhin gelaufen. Natürlich ein großer Fehler ist. Weil wo muss ich jetzt zuerst hin? Da laufe ich jetzt auch zu Fuß hin zur Strafe. Zur Bank, ne? Ich sollte erst den Goldbarren verkaufen, sonst wird das nichts. Sonst hätten wir nur knapp 1800 auf der Bank gehabt. Und mit der nächsten Tagesabrechnung wäre unser Personal abgehauen. Oh, hier habe ich noch gar nicht aufgepasst. Dann okay. Missing Dog, aha. War mir so gar nicht aufgefallen. Die Schilder da, die hatten wir uns schon mal angeguckt. Das andere war mir noch nicht so aufgefallen. So, jetzt will ich erstmal sehen, dass wir ein bisschen Kohle kriegen für unseren Goldbarren. Den will ich jetzt verkaufen. Danke. So. Das ist schon mal sehr gut. Das latschen wir wieder zurück. Jetzt haben wir nämlich noch so 16, 17, 18.000 über, wenn wir gleich wieder zurückkommen. Das heißt, wir können uns 2, 3 Tage unsere Mitarbeiter wie auch Missgeschicke erlauben, weil wir trotzdem noch den Kredit bezahlt kriegen. Weil das ist ja das Wichtige momentan. Ne? So, ja, da wollen wir einen voll mitnehmen. So simpel ist es. Hinzufügen. Dankeschön. Habe ich schon Schlagseite beim Drehen hier? Oder? Jetzt laden wir schon im Shop. Das ist natürlich genial. Ne? So. Bestellung. Jetzt ist das Geld weg. Jetzt geht nochmal Geld weg. Weil jetzt will ich vom Laderaum zur Parzelle den hier anklicken, dahin haben. 1500. Da kann ich noch mit leben. Das hatte ich mit mehr gerechnet. Jetzt steht er drüben und wir haben 16.000 Reserve. Also seht ihr, wie wichtig die beiden Eimer im Endeffekt waren, die wir noch gemacht haben, dass wir halt ein bisschen Reserve haben. Wie gesagt, wir kriegen ja stetig was rein an Gold, seht ihr da unten ja, aber
Der freundliche Kollege will auch bezahlt sein. Und sobald er sieht, dass wir nichts mehr auf dem Konto haben, ist er weg. Und das muss ja nicht sein. Momentan bringt er ja mehr als das Doppelte ein, wie er uns kostet. Da kann ich also eindeutig mit leben. Und das mit Pay Dirt, also das Englisch, ne, halt das Bezahldreck, den er halt da wäscht. Aus unserem alten kleinen Loch, da wo wir vorher selber mit einer kleinen Schaufel am Schaufeln waren, da schaufelt er jetzt. Und macht damit das Gold. Also ich bin schwer begeistert. So. Da sind wir schon gleich wieder auf dem Weg. Dann dürfen wir das gute Stück da gleich irgendwo stehen sehen. Dann erstmal unseren Wagen mal zur Seite fahren dann. Und dann bin ich mal gespannt, das gute Stück sich steuern lässt. Da müssen wir uns um den Abstand keine Sorgen machen, weil das Ding hat eh nur eine Möglichkeit. Schaufel hoch und runter, Arm hoch und runter. Und das ist es. So, ich fahre den Wagen. Erstmal hier eine Runde hin. Mach Motor aus. Steig aus und dann fahren wir erstmal hier hinten hin. Laufen wir erstmal hier hinten hin und gucken uns das gute Stück mal an. Ja, da steht er in seiner ganzen Pracht, hä? Wesentliche Geschichte. Wie sieht es mit seinem Tank aus? So, ich habe jetzt hier auch wieder die Außensteuerung an. Wir haben die Türen auf. So, ich habe angemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der ist halb voll knapp. Das ist okay. So, so fahren wir. Steuerung einblenden mache ich jetzt mal. Okay. Aha, das heißt, ich brauche hier die Steuerung nicht umstellen. Das ist hoch runter. Und das ist runter hoch. Das ist alles okay. Ne, das sieht doch gut aus. Mal gucken, ob wir hier irgendwo hinfahren können und einfach mal. Uns eine Schaufel voll Sand hier holen können. Ja, wir merken schon, dass wir die Schaufel unten hatten. Das ist schon mal cool. So, das mache ich einfach immer nach unten. Mach das nach unten und dann buddel ich mich hier rein. Zieh ein bisschen hoch. Fahr rückwärts. Mach den Arm hoch und hab hier unseren Dreck drin, den wir brauchen. Wie genial ist das denn? Das ging doch ziemlich gut eigentlich. Fahren tut er auch ziemlich gut. Das ist doch alles gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen das Ganze jetzt hier hochfahren. Theoretisch. Da bin ich jetzt natürlich noch nicht der Geschickteste. Wie gesagt, das muss man natürlich erstmal ein bisschen üben. Und dann muss ich das Ganze hier in die Grizzly Bars tun. Ich habe das Handbremse mal angezogen. Ich muss auf jeden Fall mit dem Arm hier erheblich höher. Macht man aber natürlich erst, wenn man kurz vorm Ziel ist hier. So, jetzt mache ich ihn auch mal aus, also nicht wundern. Ich weiß nicht, wo man noch rutscht. Ich habe Handbremse angezogen. Die Reifen drehen sich immer noch rückwärts. Egal, also wir stehen jetzt hier. Das ist hier jetzt startklar. Das bräuchten wir jetzt dann nur reinschaufeln. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wenn wir den ganzen Spaß hier anmachen. Irgendwo haben wir hier eine Wasserpumpe laufen. Das ist nämlich die gleiche Wasserpumpe, die die Jungs hier auch versorgt. Das heißt, Wasser sehen wir da laufen.
So. Hier gucken wir jetzt mal. Shaker, Start. Trommel, Start. Duplex, Start. Trommel dreht sich. Shaker rüttelt. Ein Duplex tut wahrscheinlich auch seinen Zweck. Wow, das schüttelt ganz schön hier, würde ich sagen. Ja, dann werden wir es mal ausprobieren. Wir hüpfen mal hier rein. So. So. Dann machen wir das gute Stück an. Den hier ein bisschen runter. Und dann. Aber weiter vorfahren kann ich nicht. So, jetzt bin ich mit dem Part schon durch. Ja, eigentlich läuft alles. Wir können höchstens mal unten gucken, ob sich was unten getan hat, weil dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge für heute. Aber ich bin ja neugierig. So, ich stelle ihn mal kurz hier an. Handbremse ausmachen. So. Das ist alles aus. Lass mich mal hier runter und ja, Duplex-Einheit und oben überall 3% bei allen Matten. Das funktioniert. Ja, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war der erste Einsatz von unserer guten neuen Maschine. Damit werden wir jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen arbeiten. Ich werde ein paar Folgen hier nochmal ins Land ziehen lassen. Und dann werden wir mal gucken, wie die Zuschauerzahlen sich entwickeln. Sonst werden wir erst eine Pause mit Gold Rush machen müssen, bis sich wieder ein bisschen mehr getan hat und dann mit mehr Maschinen noch frischer rangehen können. Das kann sein, dass ich diesen Spielstand dann schon mal noch ein bisschen weiter gespielt habe und einfach noch ein bisschen Gold gemacht habe, damit wir ein bisschen Grundkapital für die neueren Maschinen dann haben. Ja, das müssen wir dementsprechend mal gucken, aber der Arbeitsaufwand, halt das Ganze dann zu schneiden, umzurechnen, hochzuladen, das lohnt sich halt einfach bei denen nicht. Da muss dann halt was Neues her. So simpel ist es. Ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dann bitte ein bisschen teilen, unterstützt, ganz ein bisschen weitergibt, damit das Ganze hier am Leben bleibt. Und bedanke mich natürlich bei all denen, die mich trotzdem jetzt schon unterstützt haben. Ich hoffe, dass ihr es auch weiterhin tut. Und würde mich natürlich auch über einen Daumen freuen, egal in welche Richtung. Hauptsache, ihr, ne? Schreibt auch einen freundlichen Kommentar, würde mich auch freuen. Oder auch so einen Kommentar, würde mich etwas weniger freuen, aber auch freuen. Und ja, eine Sache, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.